grünen Sinne weißen Tobi Niesbach. Hier wurde bis vor ca. 120 Jahren. Winnweiler am Fuße des Donnersbergs. Hier startet der 112 Kilometer lange Pfälzer Höhenweg. Wenn der erste Anstieg zur Kreuzkapelle überwunden ist, führt der Wanderweg gleich mitten hinein in die Bergbauerlebniswelt, der höchsten Erhebung der Pfalz. Die Weiße Grube in Imsbach. Ein Rundgang über mehrere hundert Meter, auch durch die alten Stollen tief im Donnersberg. Hier wurde bis vor ca. 120 Jahren aktiv Bergbau betrieben. Was hier abgebaut wurde, war Silber, Eisenerz und Kupfer beispielsweise. Und wer das Abenteuer mag, der ist hier richtig. Ein paar Meter abseits des Pfälzer Höhenweges führt dieser Aufstieg zur ehemaligen Grube Katharina. Einem der spektakulärsten Einblicke in den Donnersberg und seine Bergbaugeschichte. Der Pfälzer Höhenweg ist ein sehr abwechslungsreicher Wanderweg, hat auch viele flache und weitläufige Passagen. Und auf der Tour warten immer wieder Überraschungen. Das Keltendorf bei Steinbach. Es versetzt zurück in die Zeit vor mehr als 2000 Jahren. Im Nachbau einer Keltensiedlung lässt sich aktiv erfahren, wie die Kelten damals gelebt und gearbeitet haben. Ja, der Schmied, der fertigte natürlich aus dem Eisen sämtliche Waffen, die man so früher hatte, ganz besonders die Schwerter. Und dann warten abwechslungsreiche Aufstiege und außergewöhnliche Aussichtspunkte auf dem Dach der Pfalz.